Guten Tag, mein Name ist Michael Lahr. Ich bin Programmdirektor von Elysium Between Two Continents und freue mich heute durch die Ausstellung Politisches Theater im Exil, Erwin Piscator und Maria Lei Piscator hier im Exil-Arte-Zentrum der MDW Wien führen zu können. Piscator war einer der bedeutendsten Regisseure des 20. Jahrhunderts, vielleicht zu nennen in einer Folge mit Max Reinhardt und als Theatermann auch Bertolt Brecht, ist leider in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, und das soll diese Ausstellung versuchen, ein bisschen wettzumachen. Erwin Piscator wurde 1893 geboren in einem kleinen Ort im Westerwald, wuchs am Anfang in Marburg an der Lahn auf. Dieses erste Bild, diese erste Tafel zeigt ihn als Jungen 1905 und unten drunter auch sein Elternhaus in Marburg mit seiner Mutter und seinem Vater im Haus aus dem Fenster oder vor der Tür stehend. Er wurde dann Student in München am Königlichen Hoftheater damals noch, dem heutigen Residenztheater, hat bei Arthur Kutscher Theaterwissenschaften gelernt. Und dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen. Er wurde 1915 einberufen und hat dann im Grunde bis zum Ende des Weltkrieges in Flandern an der Front wirklich im Schützengraben und auch in der Etappe dahinter gelegen, hat die Gräuel des Ersten Weltkrieges aus nächster Nähe erlebt. Und das ist es, was ihn künstlerisch im Grunde zutiefst geprägt hat. Als er aus dem Weltkrieg zurückkam, fing ein neues Kapitel in seinem Leben an und er hat überlegt, wie er mit seinem Theater auf diese Katastrophe reagieren kann. Wir sehen hier auf der zweiten Tafel Piscator in Uniform und einige Eindrücke, zum Teil auch von der Begeisterung, mit der sowohl die deutschen als auch die österreichischen Menschen damals in den Krieg gezogen sind und von ihrer Bevölkerung unterstützt wurden. Piscator selber sagt am Anfang seines Buches Das politische Theater, das 1929 erschienen ist, dass für ihn wirklich mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges eine neue Zeitrechnung begann und dass dann nicht mehr individuelle Entwicklung galt, sondern wirklich andere Kräfte von außen das Schicksal dieser Menschen bestimmt haben. Er kommt in ein zerstörtes, am Boden liegendes Deutschland zurück. 1918 geht natürlich nach Berlin, wo damals die Musik spielt, wo damals alle Künste sich trafen, schließt sich einer Dada-Gruppe an. Und das zeigt eben dieses nächste Bild, ein Dada-Happening etwa 1920 mit Wieland Herzfelde, John Hartfield und George Gross. Er gründet erst ein proletarisches Theater, das sehr schnell wieder verboten wird. Und dann ist er an verschiedenen Theatern in Berlin aktiv, an der Volksbühne, bis er schließlich eben sein eigenes Theater, seine eigene Theaterbühne gründet, die Piscator-Bühne am Nollendorfplatz und dort wirklich Theatergeschichte schreibt. Er inszeniert als erstes Hoppla, wir leben von Ernst Toller, ein Stück, das sich mit den Folgen des Krieges und der Revolution nach dem Krieg beschäftigt. Und in diesem Stück wendet er eine der vielen neuen Techniken an, für die er berühmt wurde. Das Stück selber ist so konzipiert, dass es verschiedene soziale Schichten in verschiedenen Ebenen der Gesellschaft zeigt. Und das bringt ihn und seinen Bühnenbildner Traugott Müller auf die Idee, eben eine Mehrebenenbühne zu bauen, ein Stahlkonstrukt, wo eben verschiedene Felder eingeblendet werden können. Wir werden das gleich noch auf einem anderen Bild sehen. Und wo er eben diese Mehrschichtigkeit auch visuell auf der Bühne darstellen kann. Was Piscator ganz wichtig war von Anfang an, war eben seine Schauspieler auch mitzunehmen und gemeinsam eine Sprache zu sprechen. Und deshalb war an diese Piscator-Bühne in der ersten Zeit auch eine Schule, ein Studio, ein Workshop angeschlossen und man hat versucht, eben kollektiv auch Dinge zu erarbeiten. Piscator hat eben in dieser Schule Schauspielunterricht gegeben. Er hat Körperübungen gemacht. Wir sehen hier ein Bild mit solcher morgendlichen Trainingsgymnastik und da ganz oben im Bild zu erkennen Ernst Busch, der uns auch später in der Ausstellung nochmal begegnen wird.
Das Jahr 1927 war für Piscator ein sehr produktives Jahr. Hoppla, wir leben und dann gleich die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Ein Problem, das Piscator hatte, war, dass er keine Stücke gefunden hat, die die Erlebnisse ins Wort gefasst haben, die er gerne auf die Bühne bringen wollte. Er hat dann den Stoff gefunden, um eben den Horror des Krieges oder auch die Verrücktheit des Krieges darzustellen, in dem Roman von Jaroslav Hašek, Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig, und hat den dann selber mit Max Brod und anderen dramatisiert und auf die Bühne gebracht. Und dort verwendet er zum ersten Mal etwas, was revolutionär war, nämlich ein Laufband, auf dem Max Pallenberg als der brave Soldat Schweig in den Krieg zieht, während auf einem zweiten Laufband, das in die entgegengesetzte Richtung läuft, ganz viele Utensilien und Requisiten ihm entgegenkommen. Und das kreiert ein Bild auf der Bühne, dass er sozusagen der Pallenberg als Soldat Schweig endlos, ohne je anzukommen, auf dem Weg zur Front ist, während all diese Bilder des Krieges sozusagen an ihm vorbeiziehen. Dieses Stück ist wirklich in die Theatergeschichte eingegangen und hat Furore gemacht. Er wurde von Anfang an auch belächelt dafür, dass er so viele technische Hilfsmittel verwendet. In diesem Stück werden dann auch Karikaturen an die Rückwand projiziert, die George Cross eigens dafür gemalt hat. Es sind also bewegte Bilder, es sind statische Bilder, es sind Projektionen, es sind Laufbänder, es ist Ton und alles, was sozusagen die Technik seiner Zeit hergibt, verwendet worden. Und deshalb diese Karikatur im Simplicissimus, die sich quasi über Piscator, den technokratischen Theaterregisseur, lustig macht. Berlin war für ihn eine ganz wichtige Station in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Nachdem er aus dem Exil in USA zurückkam und erst mal eine ganze Weile tingeln musste und quasi als Gastregisseur an vielen kleinen und großen Bühnen unterwegs war, hat ihm dann letztlich in den 60er Jahren unter Willy Brandt die Freie Volksbühne die Intendanz angetragen. Und er hat dort noch 3 Jahre bis zu seinem Tod entscheidend auch wieder gewirkt und hat das quasi geprägt, was man heute Dokumentartheater nennt. Und eine der ganz großen und wichtigen Uraufführungen, die in dieser Zeit liefen, war Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth. Ein Stück, das sich mit dem Schweigen des Papstes während des Holocaust beschäftigt und das damals eben um jeden Preis verhindert werden sollte vom Vatikan und von etlichen großen Interessengruppen. Das ist nicht gelungen. Willy Brandt hat der Freien Volksbühne und den Proben von Piscator Polizeischutz gewährt. Und als es dann zur Aufführung kam und die Aufführung zu Ende war, war das Publikum im Saal so betroffen und die Kritiker haben entsprechend dann auch reagiert. Und was dieses Stück sicher bewirkt hat, ist, dass nach der Uraufführung zum ersten Mal gesamtgesellschaftlich in Deutschland eine Debatte geführt wurde über die Schuld der Deutschen am Holocaust. Also es hat im Grunde bewirkt, loszutreten, eine Debatte, eine öffentliche, die sich dann in den Revolten der 60er Jahre, in den Studentenrevolten und so weiter fortsetzte. 1931 geht Piscator nach Moskau in die Sowjetunion. Er ist eingeladen von der Filmgesellschaft Mechrapom, einen Film zu realisieren, nämlich die Verfilmung von Anna Seekers Novelle Der Aufstand der Fischer von Santa Barbara. Er möchte diesen Film auch machen, um gegen den wachsenden Faschismus in Europa ein Zeichen zu setzen. Er engagiert von Anfang an eine deutschsprachige und eine russischsprachige Truppe, um diesen Film zu drehen. Doch es kommt zu ganz vielen Komplikationen. Einmal brennt das ganze Bühnenbild im Studio ab, dann vernichtet ein Unwetter die Szenerie, die außen aufgebaut war. Und so kommt es zu enormen Verzögerungen. Die deutschsprachigen Schauspieler, die er engagiert hat, können natürlich auch nur in den Theaterferien nach Russland reisen und müssen dann wieder zurück. Am Ende wird dieser Film erst 1934 fertig. Und da war es schon zu spät, um das zu verhindern, was
Piscator erreichen wollte, nämlich dass Hitler an die Macht kam. Der Film war gleichzeitig auch so, dass Stalin, als er ihn sah, nicht sehr beeindruckt war davon. Piscator hat auch hier alle möglichen technischen Experimente gemacht. Er hat beispielsweise eine Kamera auf den Bug des Schiffes in einer Szene montiert, sodass also die ganze Bewegung der Wellen und dieses ganze Spektakel der Natur mitgefilmt wurde und das einen ungeheuren Effekt hatte. Etwas, was bis dahin noch keiner versucht hatte. Aber letztlich war der Film natürlich nicht so, wie Stalin und der sozialistische Realismus sich das vorgestellt hatten, sodass Piscator dann auch mehr und mehr in der Sowjetunion unter Bedrängnis geriet und letztlich gewarnt wurde, nach einem Aufenthalt in Paris zurückzukehren, weil auch er auf der schwarzen Liste stand derer, denen der Schauprozess gemacht werden sollte. Auf der Rückreise von einer Konferenz in Paris macht Piscator Stopp in Salzburg. Er kann schon nicht mehr nach Deutschland 1936, weil Hitler an der Macht ist. Und er will Max Reinhardt um Hilfe fragen. Aber Reinhardt sagt ihm, dass er wahrscheinlich selber bald die Koffer packen und ins Exil gehen muss, weil auch er natürlich in Berlin nicht mehr an seinen Theatern wirken kann. In Salzburg lernt Erwin Piscator seine zweite Frau Maria Ley kennen, die bei Max Reinhardt als Choreografin und Tänzerin während der Festspiele gearbeitet hat, unter anderem die Choreografie für Der eingebildete Kranke 1923 auf Schloss Leopoldskron gemacht hat. Und als sie und Erwin heirateten, lebten beide eine Weile noch in Paris, bevor sie dann nach Amerika emigrierten. Max Reinhardt war natürlich für Piscator einerseits Vorbild, 20 Jahre älter als er, andererseits auch so etwas wie der große Antipode, denn das Theater, was Max Reinhardt machte, eine Art von Magie auf der Bühne, war alles andere als das sehr dezidiert politische Theater von Erwin Piscator. Erwin Piscator folgt seiner Frau Maria Ley. Die beiden heiraten in Neuilly-sur-Seine in einem Vorort von Paris. Bertolt Brecht ist der Trauzeuge. 1937 und 38 verbringt Piscator in Paris, ist auf der Suche nach Projekten, möchte unter anderem auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges und in Versailles, wo damals der Friedensvertrag ausgehandelt wurde, Festspiele im großen Stil aufziehen, um zu warnen vor dem, was sich da mit dem Nationalsozialismus anbahnt in Deutschland und überzugreifen droht auf Europa. Und sozusagen die Idee des Friedens und eines geeinigten Europas dagegen zu halten. Viele andere mussten Piscator folgen ins Exil. Menschen, mit denen er in den 20er Jahren zusammengearbeitet hat, so zum Beispiel Walter Mehring, der Autor von Der Kaufmann von Berlin, das Piscator inszeniert hatte in den 20er Jahren, und auch Ernst Busch, Schauspieler, Sänger, der mit Piscator am Anfang viel gearbeitet hat. Diese Tafel hier zeigt beide, die in Frankreich interniert waren und Bittbriefe, beziehungsweise im Falle von Walter Mehring ein sehr schön ironisch formuliertes Gedicht, ein Glückwunsch zur Hochzeit an Piscator richten. Ernst Busch ist tatsächlich im Lager Saint-Cyprien interniert, wo auch Felix Nussbaum, der Maler, der später dann im Holocaust ermordet wurde, interniert war und eine Szene eingefangen hat. Und Ernst Busch richtet einen dramatischen Hilfsappell aus dieser Hölle von Saint-Cyprien an Piscator, ihm doch in Form von Geld oder Einfluss zu helfen, da rauszukommen, ein Visum, ein Affidavit oder so zu bekommen. Ein Schicksal, das viele Immigranten und später dann auch Piscator, als er nach Amerika ging, zu teilen hatten mit Ernst Busch. Piscator kam nach Amerika, weil er eingeladen war von Gilbert Miller, am Broadway zu inszenieren das Stück Krieg und Frieden, das er aufgrund des Tolstoi-Romans für die Bühne adaptiert hatte. Dieses Projekt lag ihm sehr am Herzen. Letztlich wurde nichts daraus, weil Miller alle möglichen Kritikpunkte an der englischen Fassung hatte.
Aber Piscator war in Amerika und wusste, er darf nicht mehr zurück, weil er sonst riskiert, sich in ein Europa zurückzukommen, das kurz vor dem Krieg steht. Die einzige Möglichkeit, die ihm blieb, ein Visum zu bekommen, war, sich als Lehrer oder als Professor irgendwo anstellen zu lassen. Und das ist ihm letztlich gelungen, weil Elvin Johnson, der Leiter der New School for Social Research, erkannt hat, was für ein Potenzial an großartigen Köpfen aus Europa fliehen musste aufgrund der Hitler-Diktatur und die alle eingeladen hat, an seine Schule, an seine New School zu kommen und quasi aus einer, wenn man so will, Abendvolkshochschule im Laufe von wenigen Monaten durch diesen Input von Professoren aus Nazi-Deutschland eine erstklassige Forschungsuniversität geschaffen hat. Und er hat Piscator eingeladen, an der New School den Dramatic Workshop zu gründen, also eine Schauspielschule, die er dann von 1940 bis 1951 geleitet hat. Mit ihm im amerikanischen Exil waren etliche seiner Weggefährten, so etwa Ernst Toller, dessen Stück Hoppla, wir leben, er 1927 inszeniert hatte. Toller schreibt ihm in einem Brief von 1936 schon: Ich glaube, du hast große Möglichkeiten in Amerika, du wirst hier Arbeitsmöglichkeiten finden, aber du musst Englisch lernen. Toller selbst begeht Selbstmord 1939 und wir haben hier einen Brief, in dem Piscator im Detail an seinen Freund Hans Saal berichtet, was er erfahren hat über den Selbstmord von Ernst Toller im Hotel Mayflower, der die gesamte Gruppe der Freunde und der Weggefährten sehr betroffen und erschüttert hat. Piscator gründet diesen Dramatic Workshop an der New School. Er arbeitet zusammen am Anfang mit etlichen Künstlern, die wie er Emigranten sind. Hans Saal gehört dazu, Zuckmeier, Hans Eisler und viele andere. Aber natürlich will er auch versuchen, in den amerikanischen Theaterbetrieb vorzudringen. Was der Dramatic Workshop leistet, ist wirklich in einer Zeit, das kann man rückblickend sagen, in der in Amerika sonst nirgendwo, engagiertes, sozialkritisches Theater gespielt wurde, das auf der Bühne wachzuhalten durch Stücke, die Piscator ausgewählt hat, zum Teil aus den Klassikern, zum Teil aus dem europäischen Repertoire, das den Amerikanern sowieso nicht bekannt war, und durch Adaptationen von amerikanischen Autoren, Romanautoren für die Bühne. Er hat, das ist seine große Leistung während dieser Zeit in Amerika, nicht nur diese für Amerika neue Form des Theaters dorthin gebracht, wo es im Grunde nur ein Broadway und ein auf Kommerz ausgerichtetes Theater gab, ein sozial engagiertes Theater zu installieren, auch neue Sichtweisen, die er in Deutschland, in Europa schon etabliert hatte, nach Amerika zu bringen, neue Formen des Theaters, die nicht immer dort begeistert aufgenommen wurden. Es gibt etliche Kritiken von Kritikern der New York Times und anderen Zeitungen, die das vollkommen verurteilen und als deutsch und europäisch abtun und nicht dem amerikanischen Theater gemäß. Aber sein anderer großer Verdienst ist, dass er in dieser Zeit wirklich eine ganze Generation von später berühmt gewordenen Schauspielern, Regisseuren und Dramatikern unterrichtet hat. Ich will nur ein paar Namen nennen. Tennessee Williams, der bei ihm den Dramatic Workshop besucht hat. Später dann, als der Krieg zu Ende war, auch Marlon Brando, Harry Belafonte, Tony Curtis. Die Liste ließe sich fortsetzen. Tony Randall, Elaine Stritch, Judith Malina und viele, viele andere, die dann wirklich Berühmtheit erlangt haben und seine Form des Theaters fortgesetzt haben an den Theatern, im Film, als Regisseure, als Dramaturgen, als Schriftsteller in Amerika.
Als sich in Amerika abzeichnet, dass McCarthy die kommunistisch und links tendierenden Künstler und Menschen in den Fokus nimmt und dieses Komitee für unamerikanische Aktivitäten gegründet wurde und Piscator auch eine Einladung erhielt, im Oktober 1951 hat er sich Hals über Kopf entschlossen, zurückzugehen nach Deutschland. Er wollte sich dieser Demütigung nicht aussetzen. Er wollte auch nicht gegen frühere Weggefährten aussagen, die zum Teil noch dort waren, zum Teil schon früher Amerika verlassen hatten. Piscator hatte während all dieser Jahre in Amerika nie die Staatsbürgerschaft bekommen. Seine Frau war Amerikanerin geworden, ihm wurde sie verweigert. Denn von Anfang an existierte eine Akte des FBI, schon mit seiner Ankunft in Amerika, die sehr genau über seine früheren kommunistischen und später dann sozialdemokratischen Aktivitäten informiert war. Piscator kommt in ein Deutschland, das am Anfang des Wiederaufbaus ist, 1951, und muss viele Jahre lang tingeln von Bühne zu Bühne, weil keiner der großen Intendanten von den großen Theatern ihm eine feste Position anbietet, bis schließlich Berlin 1963 ihm die Intendanz der Freien Volksbühne offeriert. Dort hat er dann eine späte, 3 Jahre währende Blütezeit noch einmal. Wir haben eben schon das wohl wichtigste Stück aus dieser Zeit gesehen, nämlich den Stellvertreter von Rolf Hochhuth, die Uraufführung 1963. 3 weitere Stücke folgen in dieser Phase. Zum einen die Ermittlung von Peter Weiß, ein Stück, das sich mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen befasst. Dann das Stück in der Sache J. Robert Oppenheimer, das sich mit der Atombombe, der Entwicklung der Atombombe befasst. Und der Rolle der Wissenschaftlerin und schließlich der Aufstand der Offiziere, ein Stück, das sich mit dem 20. Juli 1944, dem Aufstand um die Gruppe Stauffenberg, befasst. Piscator stirbt leider viel zu früh, 1966, an Nierenversagen, kurz nach der Premiere von diesem Stück. Aber er hinterlässt ein Erbe, das sich lohnt, fortzuleben und dass sich lohnt, weiter studiert zu werden und aufrechterhalten zu werden. Das politische Theater, das gerade in unserer Zeit wieder von großer Bedeutung ist, wo es darum geht, zu überlegen, was wir als Künstler, was die Bühne, was die Musik beitragen kann, um die Debatte gesellschaftlicher und politischer Veränderung in den Gesellschaften am Laufen zu halten. Damit Piscator nicht in Vergessenheit gerät, hat Grigori von Letis, Intendant von Elysium Between Two Continents, 1985 den Erwin-Piscator-Preis ins Leben gerufen. Als wir vor einigen Jahren unser 30-jähriges Bestehen feierten, habe ich mir erlaubt, dieses Buch zu kreieren, das quasi die Geschichte des Piscator-Preises bis dahin dokumentiert, in Deutsch und Englisch. Und gerade vor kurzem ist ein weiteres Buch erschienen, in dem ich mir erlaubt habe, Künstler zu befragen, die den Piscator-Preis bekommen haben, wie sie das politische Theater und Politik, Kunst, diese Schnittstelle von Politik und Kunst heute sehen und welche Bedeutung das in ihrem eigenen künstlerischen Schaffen hat. Auch dieses Buch ist in Deutsch und Englisch als weiterführende Lektüre, wenn Sie sich informieren wollen, über Piscator und sein Erbe erhältlich. Vielen Dank.